Hallo und moin moin, hier zu einer neuen schwarzen Truhenöffnung. Wir öffnen heute wieder 25 schwarze Truhen und wir haben jetzt nämlich die unheimliche Schattentruhe. Da drin haben wir als garantierten Drop diese blauen Farbkanister drin. Man sieht, ich habe noch zwei auf der Bank, das war so eine Sache, die immer wieder schon in der Vergangenheit gab. Da ist so die Idee, dass umso mehr Kanister man hat, umso teurere, wertvollere, blauere Farbe rausbekommt, genau. Schauen wir uns später noch an. Ansonsten sind jetzt reingekommen die Gebrandmarkenwaffen. Ich wollte schon Gebrandmarken-Kurzbogenwaffen sagen, aber das stimmt halt gar nicht. Die sind reingekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt die schon sind. Sind eigentlich relativ cool. Also hier sehen wir ja gerade das Großschwert. Ist eigentlich ganz cool, so mit dem Großschwert, das so ein bisschen in den Teile zerschlagen ist. Richtig cool bei den Waffenskins, wo wir gerade dabei sind, sind die weißen Tigerwaffen. Ich meine, die gab es letztes Jahr. Und da können wir uns mal beispielhaft einer meiner Lieblingsskins aus der Reihe angucken. Und zwar einfach den Fokus. Das ist einfach eine verdammte Tigerkralle. Und das sieht dann auch wirklich so, wenn man die ausrüstet, aus, als würde die Tigerkralle tatsächlich dann auch zum Charakter passen. Mega schöne Waffen, diese weißen Tigerwaffen. Ansonsten weiterhin drin ist der Kerzendoch-Geist-Jadebot, den ich letztes Mal rausgezogen habe. Also wenn ihr sehen wollt, wie der so im Einsatz aussieht, der ist übrigens mega süß. Einfach das letzte Video dazu angucken, da habe ich den auch nochmal gezeigt. Ansonsten, und das ist sehr kritisches Thema, was ich schon mitbekommen habe, der verspielte Geist-Jadebot. Ein Geister-Jadebot und allein dieses Vorschaubild. Und man denkt sich jetzt so, boah, voller blöde Vorschaubild, aber dann, oh, kommt dieser kleine Jumpscare rein, obwohl der gar nicht so harter Jumpscare ist. Und das ist der neue Jadebot, den man jetzt in der schwarzen Truhe bekommt. Oh, okay, er ist verschwunden. Okay. Also ihr habt jetzt zwei Chancen, wenn ein Jadebot rauszubekommen mit dieser schwarzen Truhe. Ansonsten, ich glaube, genau, hier noch die Glühwürde der Überlastung ist reingekommen. Verleiht bei voller Aufladung die besondere Aktionsfertigkeit Überlastung, die 100% Chance auf zusätzliche Sammlererträge erwirkt. Okay, mehr Sammeln im Grunde, auf gut Deutsch. Und Alchemie, Alchemie war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ersetzt Sammlererträge durch Materialien, die bei hoher verwendet werden. Die Art des Materials richtet sich nach. Können eine begrenzte Anzahl von Malen. Okay, ich meine, Alchemie war gar nicht so schlecht. Glühwürde der Alchemie. Ansonsten haben wir hier noch. Ist die neu? Ich meine, die gab es auch noch nicht. Aber da sind sehr bekannte Skins drin. Also die Schwarzlöwen-Auswahltruhe. Wir hatten zum Beispiel mal die Ebon-Falken-Armbrustpistole drin gehabt. Ein Jade-Tech-Stuhl. Alle Skins, die es halt irgendwie mal in der Schwarzlöwen-Truhe gab. Beziehungsweise eine Auswahl daraus. Weil zum Beispiel der Hydra-Stab, den gab es schon vor vielen Jahren, ich glaube vor zwei, drei, wenn nicht sogar mehr Jahren, kam der in die Truhe rein. Okay, genug gelabert. Schauen wir doch einfach mal, was wir so rausbekommen. 25 Truhenschüsse habe ich parat. Und dann schauen wir einfach mal, was es gibt. Schüsse Nummer 1. Wie immer natürlich nichts Besonderes. Schüsse Nummer 2 haben wir schon mal ein bisschen Farbe reinbekommen. Das ist ganz nett. Das ist Nummer 3. Ich bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt eine Truhe mit einem zusätzlichen Slot bekommen. Also irgendwas selten und besser. Aber bisher, nach den ersten 5 Schüsseln, noch nix. Oh, ich befürchte, das wird heute katastrophal. Wir haben ja noch nicht mal einen Garderobenfreischein bisher bekommen. Das hat sich ja letztes Mal, war ja richtig krass gewesen. Aber noch nix. Oh, jetzt. Man muss sich nur beschweren. Dann kriegt man auch mal eine Garderobenfreischaltung. Sehr gut. Weil das ist so mein Hoffnungsschimmer, dass wir was Gutes rausbekommen. Nochmal ein paar T6-Materialien. Okay, Farben werden wir heute mehr als genügend haben. Wir werden heute sehr viel anscheinend über Farben reden. Boah, noch mehr Transmutationssachen wieder bekommen. Schon wieder so eine schwarze Münze, die könnte man sich einfach sparen. Immer noch keinen vierten Slot, ne? Aber nochmal eine Garderobenfreischaltung und zwar, es kommt Waffen, ne? Ne, Rüstungsfreischaltung, okay. Okay, jetzt haben wir einen Slot bekommen mit dem gebrandmarkten Zepter-Skin. Okay. Schauen wir uns später alles nochmal an. Was wir da so haben. Nochmal eine Rüstungsfreischaltung. Oh je. Also die Truhe.
25 Truhen lohnen sich heute bei mir auch nicht, wie bei so vielen anderen. Nochmal eine Rüstungsfreischaltung. Okay, ich sag mal, wenn wir jetzt bei den letzten Truhen, drei Truhen nichts bekommen, kaufen wir uns nochmal einen goldenen Schlüssel. Warum denn nicht? Holen wir so mal einen goldenen Schlüssel. So, letzter Schlüssel. Okay, wir müssen uns wirklich nochmal einen goldenen Schlüssel holen. In diesem Sinne können wir uns auch erstmal angucken, was es überhaupt für schwarze Figürchen Neues gibt. Und zwar gibt es da das Mini-Erweckten-Reittier-Paket. Das ist wie heißt er nochmal? Palabayoko-Skins würde ich es immer bezeichnen, als Reittiere, Miniaturen. Das kann man ja jetzt drin bekommen. Alle Miniatursammler halt genau das Richtige. Ich gehöre da nicht dazu. Viel cooler, und das ist auch eine Sache, die ich selber besitze, ist der Schakal, genau. Schakal-Welpen-Rucksack, wo man halt so einen kleinen süßen kleinen Schakal halt am Rücken hängen hat. Ziemlich coole Geschichte. Dann das Mini-Krusel-Reittier-Paket, das müsste ein Halloween-Reittier-Miniatur-Paket sein, genau. Das sind ja auch übrigens Skins, die man auch als Reittier wirklich bekommt, also als Reittier-Skin. Mini kuschelige Wintertag, oh, noch mehr Miniaturen. Okay, haben wir noch was Interessanteres? Urberg Flügelpaket. Oh ja, das ist tatsächlich eine ziemlich coole Geschichte. Ich meine, da ist ein Gleiter dabei. Genau, da ist noch ein Gleitschirm dabei. Genau. Richtig coole, cooles Rückenteil. Würde ich gern selber haben, ne? Aber wenn ich jetzt mir einen goldenen Schlüssel kaufe, wird es nicht mehr reichen. Dann auch ein ziemlich cooler Stab. Hier der Ich muss immer dran denken an Liquid, an den Gaming-Clan Liquid. Die haben ja so ein Pferd als Icon. Daran erinnert mich immer der Stab. Ziemlich cooler. Ich meine, da war in der schwarzen Truhe drin. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, dass wir darüber mal in einem Podcast drüber geredet haben. Und auch ein sehr cooler Skin ist der Arkane Kampfstab, den ich Gott sei Dank auch besitze. Das ist halt, ja... Es hat schon Lecce-Anleihen, meiner Meinung nach. Es hat ein bisschen, also wenn man das mit Pharus zum Beispiel vergleicht, dem Lecce der zweiten Generation, Langbogen-Lecce, dann kommt das dem schon ziemlich gleich dran, meiner Meinung nach zumindest. Hat halt keine Footsteps. Ansonsten ist alles hier gleich geblieben und dann brauchen wir noch den goldenen Schlüssel. Ich glaube, den finden wir hier. Nee, warte mal, wo ist er denn? Gerade übers Gold, da ist er. So, also noch ein goldener Schlüssel. Schauen wir mal, was es gibt. Wir streichen noch mal kurz den Button. Zack. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt wirklich noch den Geist-Jade-Bot bekomme. Okay. Okay. Den werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Okay. Ich bin sehr überrascht. Ich war nicht drauf vorbereitet, definitiv nicht. Es war auch gar nicht so meine Intention heute, dass ich ihn rausziehe. Okay, der goldene Schlüssel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann sortieren wir mal kurz ein bisschen den Loot. Wie sortieren wir denn? Packen wir mal das ganz interessante Zeugs ganz runden hin. Dann packen wir mal das da hin und das da hin. Wir haben keine Waffenfreischaltung, glaube ich, bekommen. Dann packen wir mal den ganzen das Zeugs hier hin, die Farben mal dahin, das dahin. So. Es ist unglaublich, wie viel man da rausbekommt, ne? Es ist so massenmäßig. Ob das vom Wert her so viel und so cool ist, es steht jetzt auf einem anderen Papier, aber okay, warte mal, das kommt dahin. So ungefähr. Können wir drüber reden. Okay, also wir haben einige schwarze Figürchen bekommen. 15 haben wir gerade ausgegeben noch. Das ist die eine Sache. Dann gucken wir mal in die Farbkanister Blaufarben rein. Genau, da sieht man das nämlich. Da muss man nämlich immer so die Vorstufe sich erkaufen, um die Stufe da rüber zu bekommen. Und dann kann man hier gucken, was man sich dafür kaufen kann und so. Muss ich mal gucken. Ah, cool. Ich habe mir die alle schon gekauft. Das ist ja toll. Wir können mal gucken. Ich glaube, die kann man eigentlich auch im Handelsposten verkaufen. Und das teuerste war jetzt blauer Löwe. Ja, Marcel. Könnte man jetzt für 7 Gold 50 kaufen. Wahrscheinlich macht es Sinn, das
Ding zu erwerben und dann einfach auf der Bank liegen zu lassen. Kriegen wir das vielleicht errechnet, wie viel ich dafür brauche? Ich brauche das Exotische. Hä? Moment. Da passt doch irgendwas nicht. Ich krieg einen exotischen schwarzen Farbkanister für... Ach nee, okay, jetzt wird es angezeigt, das ist selten. Okay, das, ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert. Okay, wir brauchen 5 Farbkanister für ein... Nee, für ein Meisterwerk. Und für ein Meisterwerk brauchen wir... Für den seltenen brauchen wir 4. Also 5 mal 4 sind 20. Also der hier wäre auf jeden Fall einmal drin, aber der hier nicht. Okay, dann lassen wir einfach die Farbkanister mal noch so in der Bank dann drin liegen. Okay. Das wollen wir kurz nachrechnen, um mal den exotischen hinkriegen. Okay, dann, was haben wir noch so? Wiederbelebungskugeln, 2 Stück. 3 Versorgungsmarker, 3 Schnipse. Ach, guck mal, hier habe ich noch 3 Schnipse rumliegen. Wäre schon wieder ein Ticket. Guck mal, da können wir auch noch mal reingucken. Vielleicht habe ich gerade... Nee, guck mal später rein, was es da eigentlich gibt. Gibt es nämlich hier auch neue schwarze Ticketwaffen. Ansonsten zwar haben wir den Song. Die schwarze Gedenkmütze. Ich jedes Mal in die Krise, wenn ich das Ding bekomme. 20 Transmutationsladungen, auch so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht verbrauche. Teleport to Friend finde ich gar nicht so schlimm, weil ich sie tatsächlich immer wieder benutze. Und ich habe nicht den permanenten. Aufwertungsextraktoren sind auch gar nicht so schlecht. Mit denen kann man nämlich tatsächlich ein bisschen Gewinn auch machen, wenn man sich irgendwelche exotischen Skins, exotische Sachen kauft mit einer besonderen Rune oder einem besonderen Sigil. Kann man die mit den Dingern relativ einfach rausnehmen und dann verkaufen. Dann schwarz im Ticket für Miniaturen. Da habe ich auch immer noch 13 Stück rumliegen. Da hat sich auch nichts drin geändert, soweit ich weiß. Ja, das sieht eigentlich aus wie immer. Ja, da hat sich nichts dran geändert. Obwohl, warte mal. Könnte sein, dass hier ein paar Halloween-Geschichten noch mit reingewendet sind. Aber ansonsten würde ich mal nein sagen. Da müsste ich eigentlich mal gucken, dass ich noch die Sammlung vervollständige. Dann Materialtaschen End of Dragons. Was kann da eigentlich drin sein? Okay, die hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon aufgemacht. Da können wir mystische Münzen rausbekommen. Das wäre jetzt nicht so interessant, weil die auch im Preis gesunken sind und ich persönlich auch nicht so viele brauche. Ansonsten, Gletschermagnetstein wäre ganz nett. Oder sowas wie ein Onyx-Magnetstein oder so. Schauen wir mal, was wir rausbekommen. Na, das ist mal ein Fund. Ja, und mystische Münzen nehme ich mit. T6-Materialien hier und ein Onyx-Magnetstein. Oh, ist ganz solide, kann man mitnehmen. Zack. So, dann schauen wir noch. Das ist ein Schosskacker-Kit. Die benutze ich erst, wenn ich sie brauche. Dann T5. Ja, nicht ganz so teuer. Deswegen gehe ich da jetzt gerade gar nicht großartig drauf ein. Die T6 sind schon etwas interessanter. Blut, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten aktuell fehlt. Obwohl, nee, vielleicht die Panzerschuppen. Naja, okay. Dann kommen wir mal zu den Farben. Da haben wir zweimal die Primordos. Farbkits. Da fehlt mir eine 2 Farben. Und noch hier unten durch. Okay, schauen wir mal, ob wir da eine rausbekommen. Einmal Limonadenfarbe, die mir tatsächlich fehlt. Die kostet aktuell 7 Silber. Mhm. Gut, dass ich sie bekommen habe. Und eine Pastell-Zitronenfarbe. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Farbe schon bekomme. Dann das Tiny Farbkit. Da fehlt mir aktuell noch die Elektro-Pfirsich-Farbe. Sieh mal eine an. Und Elektro-Pink. Die sind, glaube ich, auch gar nicht so billig. Meine ich. Da unten fehlt mir nichts. Okay, dann schauen wir mal. Okay, einmal Sprossfarbe und einmal Weißgoldfarbe. Weißgoldfarbe kann man auch kurz nach dem Preis gucken. Auch 6 Silber. Ja, yeah, ja, yeah, Farben, ey. So, dann ein Jormak-Farbkit. Da fehlt mir anscheinend gar nichts mehr. Okay, ist so. Einmal ein Pastellblau, einmal eine Frostfarbe. Ist, glaube ich, eine ganz gute, billige weiße Farbe. Ja. Ja, 6 Silber. Und es kommt ziemlich nah an einem ordentlichen Weiß ran. Und Eislila Farbe. Dann zum Schluss noch die Löwenstein-Überlebenden Farbkit. Da fehlt mir 1, 2, 3, 4 Farben. Fehlt mir hier unten noch irgendwas? Okay, 4 Farben. Das sieht doch ganz gut aus. Komm, gib mal noch was Gutes. Einmal Irisröte Farbe.
Einmal glasierte Herrscherfarbe, die habe ich glaube ich schon. Ja, was kostet die aktuell? 3 Gold, ne? 3 Gold, ja, fresh. Sogar 4 Gold können wir vielleicht schon sagen. Eine gute Sache. Horizontfarbe und Pfefferminzfarbe. Da können wir auch noch gucken, was die aktuell kostet. Wahrscheinlich auch. Ah, auch irgendwo im Silberbereich. Ja, 7, 6 Silber. Naja, okay. Also eine neue Farbe haben wir, glaube ich, jetzt. Oder zwei sogar. Ich weiß gerade gar nicht, schon gar nicht mehr. Haben wir rausgezogen. Ist ganz ordentlich. Also für jede dieser Farben, die ich da schon habe, werde ich jetzt auch gleich noch auf die Gildenbank draufpacken. Könnt ihr euch dran bedienen. Moment. Könnt ihr euch dran bedienen. Und ja, so, vor einem kurzen Schluck. Weil wir jetzt sogar da oben Öffnungen kommen. So, und ich meine, mir wurde immer gesagt, erst die garantierte Rüstung und Waffenfreischaltung und dann die garantierten Garderobenfreischaltungen. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Da drin können wir, wie man vermuten kann, jede Menge Rüstungen freischalten. Hier zum Beispiel sehen wir hier End of Dragon Skins, also Skins, die mit End of Dragons reingekommen sind. Da können aber auch Edelstein-Shop-Items drin sein. Wie man sieht, Rucksäcke. Gleiter sind dann, glaube ich, nicht dabei, ne? Genau, Gleiter sind hier nicht dabei. Aber durchaus ordentlich. Dann schauen wir mal. Ich mache noch nebenbei einen Browser auf, damit wir zur Not den Preis nachgucken können. So, Nummer 1. Geist aus der Tiefe. Was? Geist aus der Tiefe Shiftung. Das sagt mir gar nichts. Okay, ich habe ein Item Shop Watch gefunden auf Guild News vom 13. Juli 2021. Ah, das sind. Warte mal, können wir uns kurz angucken? Ich kann mich, glaube ich, ein bisschen noch dran erinnern. Warte mal, was ist da los? Hallo? Garderobe? Jetzt. Geist aus der Tiefe. So sehen die Dinge aus. Man hat so Tentakel-Schultern. Das ist so die Besonderheit. Und die haben, was haben die gekostet? 500 Edelsteine. Nehme ich mit, würde ich mal sagen. Gut, dann Nummer 2. Tödliche Bullenschuld. Wir hatten letztes Mal schon eine dieser Schulterschützer. Oh, seht ihr diese Preise? Hier. Ah, fängt hier bei 480 an. Hört auf bei 840 Gold. Wir können uns auch mal kurz angucken. So sehen die Dinger aus. Die sind halt, ich glaube, die gab es nur beim ersten Halloween-Event. Also wirklich vor 10 Jahren. Und dementsprechend sind die halt extrem teuer. Oh, das ist, das hat wieder mein Accountwert ordentlich nach oben getrieben. Dann Salzgestrachenschal. Warte mal, wie hat man den nochmal bekommen? War das... Wie hat man den nochmal bekommen? EB2, Salz, Gisch, Drachen, Schal, irgendwas in die Richtung war das. Genau, da haben wir es. Warte mal. Ich finde, wie hat man den nochmal bekommen? War das ein Erfolg oder so? Wie hat man ihn bekommen? Komm gar nicht drauf. Vielleicht finde ich es nachher. Vielleicht meldet sich noch jemand, weil ich das Ganze gerade auch live mache. Kauf in Zeitung. Okay, wie teuer ist das Ding in Zeitung? Wahrscheinlich nur wenige Gold. Aber ist okay. Ist okay. Brauche ich schon nicht mehr zu kaufen. So, letzte Rüstungsfreischaltung. Nee, beim Händler. Ja, vielleicht gucke ich nachher nochmal nach. Okay, guck mal danach. Letzte Rüstungsfreischaltung. Antikes leichtes Wams. Okay. Ist ein Kanta-Skin. Warte mal, vielleicht finden wir den im Handelsposten. Um so zu wissen. Wams. Okay. Finden wir wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich nicht verkäuflich. Ist okay. Bin ich auch jetzt nicht traurig oder so. Ist eine Sache, die ich schon nicht mehr machen muss. Okay, dann gucken wir nach garantierte Garderobenfreistellung. Anscheinend hat das Ding ein Update jetzt im September bekommen.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Da drin sind, wie man hier sieht, Kleidungssets drin, so auch relativ aktuelle. Da sind Gleiter drin, da sind Rüstungen drin. Ich glaube, Farben sind drin. Ja, genau, da haben wir die Farben, da haben wir Miniaturen. Also ein ganz große Auswahl, was man da so bekommen kann. Und das wird jetzt super interessant, was ich da jetzt noch rausbekomme. Nummer 1. Schimmernde Aurora-Fackel. Aurora-Fackel. Sind immerhin auch nochmal 47 Gold. So sieht das Dingens aus. Das sieht schon sehr schön aus. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Bin ich sehr happy. Sehr cooler Fackelskin. Ist eh immer schwer bei Fackeln irgendwas Cooles zu finden. Dann, letzte. Noch ein Alchemistenschild. Was sehr cool. Alchemistenwaffen auch sehr cool und sehr teuer. Alchemistenschild. Oh. Okay, aber der gerade mal. Der ist gerade mal 15 Gold wert. Das wundert mich. Okay. Okay. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass er nur 15 Silber wert, 15 Gold wert ist, weil man guckt, jetzt ist man gut. Hier haben wir zum Beispiel Pistole, einfach nur 55 Gold. Wundert mich gerade ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, mach mal hier an dieser Stelle einen Cut. Und dann zeige ich euch gleich mal den Jadebot-Skin, den ich komplett unerwarteterweise rausgezogen habe. In diesem Sinne, bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder zurück. Ich habe noch eine Sache kurz vergessen. Zum einen das gebrandmarkte Zepter hier. Das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. So sieht das nämlich aus. Das Ding. Ja, ist halt ein Zepter, was ein bisschen zersplittert ist und halt noch ein paar gebrandmarkte Kristalle dran hat. Und der Preis ist auch nicht besonders umwerfend. Ich habe nämlich schon nachgeguckt. Es sind gerade mal aktuell, muss man auch sagen, 10 Gold. Aber ich finde es ganz in Ordnung. Ich packe das auch in meine Garderobe rein. Zack. Sogar der erste gebrandmarkte Skin, den ich auf die Weise freigeschaltet habe. So, der andere Punkt, warum wir jetzt hier sind, ist eben der Jadebot. Und wie ihr seht, eigentlich habe ich gerade den Kerzendocht Jadebot. Und jetzt packe ich mal den verspielten Geist Jadebot rein, wo wir ja schon gesehen haben, dieser Vorschaubild ist einfach unglaublich geil. Und dann würde man sagen, ich habe es ja noch gar nicht angeguckt. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier mit interagiere. Was? Achso, ich brauche noch Batterie. Wo haben wir hier eine Batterie? Oder jemand anders? Wir benutzen erst die Seilrutsche, kriege ich hier ein bisschen Ladung. Ach ja, ist süß. Hat er ein bisschen gesungen, ne? Ach, guck mal, der hat sogar mehrere. Warte mal, was passiert denn jetzt nochmal? Nee, oder ist das immer der gleiche? Okay, aber er hängt halt an der Seite dran und schiebt uns so ein bisschen von seitlich an dem Ding. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt mit dem Jade-Tech, offensiven Jade-Tech-Protokoll interagieren. Okay, nochmal. Nein. Aha. Okay, ich finde den nicht so besonders wie den Kerzendocht persönlich. Okay, wir haben aber noch ein paar andere Sachen. Warte mal, kann ich irgendwie... Vielleicht funktioniert das hier? Ah, guck mal, das war jetzt der Gleiter. Auch jetzt durch weltbewegend. Und dann haben wir ja noch das Skiff. Warte mal, wo haben wir denn das Skiff? So, wollen wir damit hinten fahren? Ja, ich muss sagen, ist ganz in Ordnung. Ich finde persönlich halt im Vergleich dazu mit dem Kerzendocht, finde ich den irgendwie, den Kerzendocht finde ich besser und den ein bisschen lahm dagegen. Gibt es irgendwas, wo meinten wir jetzt noch das Ding vergleichen müssten? Ah ja, genau. Guck mal, wir könnten noch eine Wegmarke mal rauf beschwören. Das ist ja auch noch interessant. Das war beim Kerzendocht auch ziemlich cool. Eine Wegmarke. Bitteschön. Okay, das ist eine coole Animation, definitiv. Das ist eine ziemlich coole Animation. Gut, das war es soweit vom Geister-Jade-Bot. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal.